Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Claudias Cosmic Card News. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Claudia und hier kommt ein weiteres Portaltagsvideo. Und zwar haben wir heute Portaltag Nummer 4 von 10 aufeinanderfolgenden Portaltagen jetzt. Und ja, wir haben den 1.7.2023. Ich werde wieder auch die Botschaft des Portaltags vorlesen. Das ist ja die Ausarbeitung von Alexandra Heck. E-Mail-Adresse schreibe ich unten in die Videobeschreibung. Für den Fall, dass du dich für diese Auswertung interessierst, kannst du die bei ihr bestellen für kleines Geld. Und ich werde die Botschaft vorlesen. Ich werde eine Tageskarte ziehen und eine Affirmationskarte bzw. eine schöne Botschaft noch aus dem Deck Die Schatzkammer deiner Seele. Ich mag das Deck wirklich sehr. Und ein bisschen Numerologie, weil heute ist der 1. Juli und auch die 1 passt wieder ganz hervorragend zum heutigen Tag, zu der Tagesenergie vom Maya-Kalender von den Portaltagen. Jetzt geht's aber los. Also, die Tagesenergie, ach nee, geht doch noch nicht ganz los. Ich habe mich entschieden, zwei Videos zu machen. Einmal jetzt für den Portaltag und einmal für die Wochenbotschaft. Irgendwie passte das für mich doch nicht zusammen. Ich habe ja im letzten Video gesagt, dass ich wahrscheinlich dann das zusammen machen werde und dass man wieder meinen Tisch sieht. Den Tisch wirst du auch wieder sehen, aber nicht in diesem Video, sondern in einem anderen Video, wo ich dann nur die Wochenbotschaft mache. Es passt irgendwie nicht für mich zusammen, deswegen habe ich gedacht, mache ich es getrennt und ich finde das ganz okay so. Okay, also haben wir hier heute Tagesenergie, nochmal die Entgrenzung. Ich bin die Entgrenzung, ich befreie mich selbst. Ich bin frei. Ein guter Tag, um Behinderungen aufzulösen, sich frei zu entfalten und neue Wege einzuschlagen, die in die Freiheit führen. Die Energie der Portaltagsphase intensiviert die entsprechenden Gefühle und Prozesse. Die Maya-Tagesqualität wird von Muluk, der rote Mond, geprägt. Durch ihn tritt das Unbewusste zum Vorschein, Informationen, Potenziale steigen aus der Tiefe des Seelengrundes empor. Träume können heute sehr intensiv und intuitiv sein und enthalten oft wichtige Botschaften. Eventuell schreibst du deine Träume sogar auf, wenn du sie weißt. Das ist ja auch mal so ein bisschen so eine Sache bei manchen. Auch die in Klammern verletzte Weiblichkeit kann sich heute als Thema zeigen. Bevor sich vielleicht schon lange bestehende Stauzonen auflösen, können sie schmerzhaft auf Maximalspannung gebracht werden. Doch die gute Nachricht ist, mit Muluk ist der Blockadenbrecher am Werk. Die kosmischen Kräfte, die eine reinigende Wirkung haben, die Blockaden auflösen und Prozesse wieder zum Fließen bringen, sind heute ganz besonders aktiv am Wirken. Wenn das keine gute Nachricht ist, dann weiß ich auch nicht. Dieser Tag eignet sich somit wunderbar, um dich und dein Leben wieder ins Fließen zu bringen. Bitte darauf achten, wo überall Stagnation, Widerstand oder Druck herrschen und nach Ausgleich und Veränderung drängen. Da uns Muluk jedoch auch Lebensgenuss schmackhaft machen möchte, wäre so ein in Anführungsstrichen Fließtraining ebenso in einer Therme, Wellness-Oase oder einem entspannenden Bad mit Rosenblättern möglich. Imitiert und nutzt die Eigenschaft des Wassers. Muluk hat insgesamt eine sehr reinigende Wirkung und dabei kommt manchmal zuerst der ganze Schmodder zum Vorschein, bevor er sich dann auflöst bzw. gehen darf. Reinigende Tränen könnten heute mehrfach fließen, ein Tag, der eher nach innen gerichtet sein sollte. Lichtweisheit, reinigende Kraft, Dinge in Fluss bringen, wahre Identität, Aufmerksamkeit, ein Leuchtturm für andere sein. Schattenweisheit, Selbstzerstörungstendenzen, sein Licht verstecken, unbewusstes Handeln, Ego-Probleme. Sehr interessant, sehr intensiv und vor allem auch ganz wichtig, sei dir bewusst, dass sämtlicher Druck, den du glaubst, im Außen zu
bemerken, der Druck, der auf dich ausgeübt wird, wie auch immer, der kann nur dann Wirkung zeigen, wenn du es erlaubst. Niemand kann irgendetwas in dich einpflanzen. Er kann es nur antriggern. Es ist bereits da. Das heißt, wenn du in dir Druck verspürst, bist du aufgerufen, da genau hinzuschauen, was ist es, was dir Druck macht, beziehungsweise wo bist du empfangsbereit für Druck, wo bist du in Resonanz mit Druck, warum? Warum lässt du dir Druck machen? Und dann wähle neu. Und sei dir bewusst über die Ursache und dann verändere sie. Und verändern tun wir es nicht unbedingt, indem wir gleich im Außen durch die Gegend laufen und alles kurz und klein hauen, sondern indem wir uns dafür entscheiden. Wir machen es uns bewusst und wählen neu. Erstmal nur für uns. So, aber dafür müssen wir die Dinge natürlich erstmal erkennen und auch veränderungswillig sein. Es geht nicht darum zu sagen, ja gut, da ist Druck, ja okay, ich mache es mir selber, ja okay, der Druck, der ist nun mal da. Und dann verändere ich nichts. Ich muss es wirklich auch verändern wollen, um dann zu entscheiden, okay, in welche Richtung soll es denn stattdessen gehen. Also, es geht um die kosmischen Kräfte, die eine reinigende Wirkung haben, die Blockaden auflösen und Prozesse wieder zum Fließen bringen. Die sind heute ganz besonders aktiv und am Wirken. Großartig finde ich das. So, und weil wir heute den ersten haben, möchte ich jetzt ganz gerne hier auch nochmal auf die 1 ein bisschen eingehen. Wir hatten gestern den 30. Da hatten wir die Kreativität, die Lebensfreude, die 30 mit der 0 als Schöpfungspotenz, als das gesamte Schöpfungspotenzial in der 0. Und heute kommt die 1, der nächste Schritt sozusagen, denn die 1 entsteht aus der urgründigen 0. Ich lese hier übrigens jetzt hier aus diesem Buch von Frau Rasselenberg vor. Tolles Buch. Zahlen 1 bis 50. Die 1 entsteht aus der urgründigen 0, dem Schoß des Lebens, in dem Schöpfungspotenz keimhaft angelegt ist. Aus diesem unendlichen, numinosen Potenzial erscheint sie als Lichtimpuls, der die Entwicklung eines Ich-Bewusstseins und damit den gesamten Schöpfungsprozess startet. Mit der 1 geht alles los. Also heute, am 1., geht ein neuer Monat los. Es wird etwas Neues gestartet. Es kann neu geschöpft werden. Ohne Ich keine Schöpfung. Schöpfungsbewusstsein erwacht mit der 1. Das Spiel der Schöpfung beginnt einmalig, einzigartig und einfach göttlich. Genau so strahlt das besondere Licht der Eins. Dem Leben zugewandt, offenherzig, neugierig und originell will sie sich in ihrer Einzigartigkeit entdecken. Unbedarft stellt sie Fragen, die keiner stellen würde, hat in ihrer Naivität keine Hemmungen und sprudelt ohne nachzudenken einfach spontan los. Impulsiv wie ein Kind gibt es für sie kein Morgen, nur das Jetzt. Entsprechend will sie das, was sie sich in den Kopf gesetzt hat, sofort. Eben der frisch geschlüpfte Säugling bzw. das neu geborene Ego. Jetzt lasse ich ein bisschen was aus. Ihre ungewöhnlichen Ideen werden nicht immer ernst genommen. Was sie nicht beirren sollte, Genialität lässt sich eben nicht vergleichen und Pioniere sowie Genies werden nie vom Massenbewusstsein anerkannt. Aus den zahlreichen verrückten und absonderlichen Einfällen haben sie mit der Zeit die Highlights heraus, heben sie mit der Zeit die Highlights heraus, die für das Weltgeschehen so primär wirksam sind, bedeutsam sind. Und je selbstbewusster die Eins, desto mehr wird ihre Originalität und ihr Sinn für das Einzigartige und Detaillierte geschätzt. Überall, wo sie ihre Kreativität entfalten kann, ist sie wesentliche und gefragte Impulsgeberin. Ihre Inspirationen dulden keine Einschränkungen, weiten Horizonte und ermöglichen höchst interessante Lebensarten. Ja, weshalb habe ich das jetzt hier so in aller Ausführlichkeit vorgelesen? Ganz einfach deshalb, weil die 1 ist in diesem Datum einfach mit beinhaltet. Wenn du die Quersumme dieses Tages bildest, dann kommst du auf eine 15, wo die 1 wieder drin ist. Und es ist einfach so, dass diese Wirkkräfte dieser Ziffern definitiv mit am Start sind, heute, am Start des neuen Monats. Und dass wir uns auch
diese Qualität mal bewusst machen dürfen, wie einzigartig jeder von uns ist. Wie einzigartig du bist mit all deinen Potenzialen, mit all deinen Fähigkeiten und Talenten. Jeder Mensch ist sowas von einzigartig. Ohne dich würde etwas fehlen auf dieser Welt. Also es geht nicht ohne dich, sonst wäre die Schöpfung nicht vollkommen. Und immer wieder mal in in dieses Bewusstsein zu gehen und sich das wirklich mal, das wirklich mal so schön in sich zu integrieren. Ich bin einzigartig. Wie wundervoll ist das? Wie wundervoll bist du? Ja? Also da dürfen wir uns immer, immer wieder dran erinnern, weil das gibt auch Kraft. Wenn du deine Einzigartigkeit anerkennst, dann bist du groß. Du bist kraftvoll. Und du kannst vielleicht auch immer mehr erkennen, welche Fähigkeiten du hast und zu was du in der Lage bist, anstatt dein Licht unter den Scheffel zu stellen. Da haben wir heute mit der Negativqualität, mit der Schattenweisheit eben das Licht zu dimmen, stand da. Wenn man das Licht nicht dimmt, dann sind wir beim Leuchtturm. Also leuchte, dimme dein Licht nicht, erkenne deine Einzigartigkeit an. Und jetzt weißt du, warum ich die Eins hier unbedingt mit reinbringen wollte. So, und jetzt haben wir aus diesem wunderschönen Deck, ich möchte es dir zeigen, Pagan Otherworlds, werde ich jetzt eine Karte ziehen. Und wie gesagt, auch noch aus der Schatzkammer der Seele. Also, jetzt wollen wir mal gucken, was wir hier für den 1. Juli 2023, für diesen Portaltag. Warte mal ganz kurz. Ich möchte ganz gerne noch mal hier eben einmal so. Dumpti-dumpti-dumpti-dumm. Okay, also alles live und in Farbe hier. Tagesenergie, die Entgrenzung. Ich bin die Entgrenzung. Ich befreie mich selbst. Ich bin frei. So, daraufhin möchte ich jetzt hier bitte eine Karte aus diesem wundervollen Deck Pagan Otherworlds. Heute am 1. Juli 2023. Nö, kommt noch nichts. Was haben wir? Oh, der Turm. Der Turm, ja, die Entgrenzung. Ich befreie mich selbst, ja. Es kann übrigens auch kein anderer tun, das kannst nur du selbst tun. Also der Turm ist natürlich die Karte vom Zusammenbruch radikal bis auf die Wurzel runter. Also ich weiß ja nicht, in was für Geschichten du drin steckst, aber es sieht so aus, als wenn da plötzlich und unerwartet wirklich eine Befreiung kommen darf, soll, wird. Keine Ahnung. Also ist es auf jeden Fall, dass diese Karte hat wirklich Sprengkraft. Diese Karte ist intensiv. Wir haben heute auch das Wort intensiv viel, glaube ich, in vom ja mit den Träumen, genau. Also es kann sein, dass heute tatsächlich etwas Intensives passiert, das dich komplett und neu die Dinge bewerten lässt, dass plötzlich und unerwartet etwas passiert, wo du, ohne dass du etwas noch ändern könntest, im Sinne von das Alte beibehalten, dass du etwas Neues initiieren musst. Es kann sein, dass du heute bahnbrechende Erkenntnisse hast, die dich wirklich äonenweit nach vorne bringen, dass du heute in deiner Entwicklung halt einen Riesenschritt nach vorne machst durch Erkenntnisse oder weil du von außen tatsächlich so gesehen sogar dazu gezwungen wirst. Durchaus möglich. Wenn Umstände eintreten, die das forcieren, das ist durchaus heute im Bereich des Möglichen. Ja, Drama, Drama, Drama. Also wichtig ist, dass du nicht die Drama Queen machst, sondern dass du da nicht in diese Dramen mit einsteigst, sondern dass du schön in deiner Mitte bleibst, dass du schön bei dir zentriert bleibst. Atmen, 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 Zentrum, Zentrum, Zentrum und dann aus der Ruhe heraus. Wenn sowas Dramatisches passieren sollte, aber dann einfach sagst, okay, auch das geht vorbei. Und wer weiß, vielleicht ist das so ein Riesenknall und du begrüßt ihn. Es kann allerdings, weil die Qualität der Karte halt leider diese etwas andere Energie hat, die sagt nämlich, es kann sein, dass es dir den Boden unter den Füßen wegreißt und du erstmal völlig, so wie sie hier auf dem Bild, völlig haltlos bist und das Gefühl hast, du fällst ins Bodenlose. Das ist im Bereich des Möglichen. Heißt aber nicht, dass du nicht aufgefangen wirst, dass es nicht für dich zum Besten ist.
Es ist alles immer zu unserem Besten. Wir sehen es nur nicht unbedingt. Es geht also darum, auch dann zu erkennen, dass je stärker wir an alten Dingen festhalten, die sich erledigt haben, die sich vollendet haben, die mittlerweile sich überholt haben, je stärker wir daran festhalten und je mehr Probleme wir haben, da wirklich unsere Hände wieder frei zu machen von diesen Themen, desto dramatischer kann so ein Umbruch sein, weil wir eben an dem Alten klammern. Also öffne dich, lass alles los, was dir nicht mehr dienlich ist und erkenne deine Einzigartigkeit mit deinen Fähigkeiten, mit deinen Talenten und lebe sie. Sei ein Leuchtturm und nicht ein kleines Duckmäuserchen mit gedimmtem Licht. Das bringt nichts. Ne? Und du hast hier eine Aufgabe zu erfüllen, wie wir alle. Ne? Also leuchte, leuchte, leuchte. Da möchte ich Silke Schäfer zitieren. Die sagt immer so schön am Ende ihres Videos: Bleibe leuchtend. Das finde ich total toll. Ja, also, jetzt möchte ich gerne hier noch eine Karte empfange, pure Energie und Liebe aus der Schatzkammer deiner Seele. Ach so, genau, das ist, zeige ich auch heute noch mal rein hier. Das ist das Deck. Und eine Karte, bitte noch eine Botschaft für den 1.7. hier. Eine schöne Botschaft. Und nö. Ich will immer gar nicht so lange mischen und dann bin ich immer zu schnell, kriege aber ein eindeutiges Stopp dann, das ist es nicht. Ja. Aber das ist sie jetzt. Tada! Oh, wie schön. Krafttier. Das ist die Karte hier. Mein Tierbegleiter ist immer an meiner Seite und führt mich. Wundervoll. Also wenn du ein Krafttier hast und schon weißt, um welches Tierchen es sich handelt, dann wisse, es ist an deiner Seite. Und für alle anderen werde ich jetzt, damit habe ich nämlich nicht gerechnet, werde ich jetzt mal das Krafttier-Deck von Colette Baron Reed holen und mache mal kurz auf Pause. So, jetzt bin ich wieder da. Keine Ahnung, wie dieser Schnitt geworden ist. Ich bin ja nicht so ein Technikprofi. Also jetzt werden wir gleich mal aus diesem Deck hier genau eine Karte noch ziehen. Unverhofft kommt oft, war doch so, ne? Okay. Also, ich hätte gern noch für heute ein ergänzendes Krafttier für den 1.7.2023. Den Kanarienvogel, Canary Spirit, sing your own song. Das, ja, singe deinen eigenen Song. Lass dich von anderen nicht unterbuttern, lass dich von anderen nicht beeinflussen. Irgendwas wäre nicht gut, irgendwas wäre nicht richtig, du wärst nicht richtig. Letzten Endes ist es so, wenn irgendjemand sagt, egal wer, auch du, das geht nicht, dann ist das in dem Moment eine Grenze, die derjenige oder du dir selber mitteilst. Es ist immer die eigene Grenze. Geht nicht, gibt's nicht. Habe ich gestern auch als Motto meines Videos, wo ich gesagt habe, wo ich die Geschichte erzählt habe von meinen Rückenschmerzen, von der Genesung, habe ich auch auf das Bild direkt drauf geschrieben: Geht nicht, gibt's nicht. Also wir sind hier im Bereich des Göttlichen, der Schöpfung, und da ist geht nicht, gibt's nicht. Ganz einfach. Also singe deinen eigenen Song, spiel dein eigenes Lied, sei du selbst, besinne dich auf deine Fähigkeiten, auf deine Talente. Du bist großartig, du bist fantastisch, du bist ein wundervoller, schöpferischer Ausdruck des Göttlichen, des Alleinen. Und dessen darfst du dir bewusst sein. Und geh raus, leuchte, lebe, freu dich, liebe, lache, mach, was immer dir gefällt. Zum höchsten Wohle aller selbstverständlich. Und ja, und in diesem Sinne soll es das erstmal für heute gewesen sein, für den Portaltag, für den vierten Portaltag am 1.7.2023. Vielleicht hast du Lust, nachher in die Wochenbotschaft reinzuschauen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Danke dir fürs Zuschauen. Gerne Kanal liken, Kanal abonnieren, auch wenn du magst. Und mich würde es natürlich wahnsinnig interessieren. Schreib es in die Kommentare, wie es dir mit diesem Portaltag auch geht. Und ja, bis ganz bald. Alles Liebe. Namaste.